Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Pflegebildung, dem Podcast rund um das Lernen im Pflegeberuf. In der heutigen Episode soll es um das Thema berufsbildende Schulen in der Pflege gehen. Eine Schulform, die jenseits der oder im Unterschied zu den Schulen des Gesundheitswesens in öffentlicher Hand liegt. Dafür unterhalte ich mich mit einem Kenner der Materie, und zwar mit Thomas Kratz. Er ist Studiendirektor, hauptamtlicher Fachleiter am staatlichen Studienseminar für Biologie, Gesundheit, Körperpflege und Pflege in Rheinland-Pfalz und hat Medizin und Pflegepädagogik seinerzeit in Berlin studiert mit dem Abschlussdiplom Pflegepädagogik. Also jemand aus der sozusagen aus der Pflege mit spezifischen Studienhintergrund und der dann den Weg sozusagen in das staatliche Schulwesen eingeschlagen hat und dort inzwischen für das Lehramtsstudium im Bereich Pflege in der zweiten Studienphase, also im Referendariat, zuständig ist. Ich hoffe, es sind interessante Impulse für Sie in unserem Gespräch dabei. Ja, Thomas, ich freue mich, dass wir zu diesem Gespräch zusammenkommen für meinen kleinen Podcast und wo wir uns über ein spannendes Thema, nämlich berufsbildende Schulen sozusagen im Bereich der Pflege unterhalten. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Willkommen. Hallo Roland, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank dafür. Ja, ich sag mal so, der Gesprächsanlass oder weswegen ich auf die Idee kam, Mensch, dass was sozusagen diese, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Sonderform, aber es ist ja eigentlich gar keine Sonderform von Schulen und Bildung von Lehrenden angeht, war ja die ungünstige Situation, wie sie jetzt in Fallen da und dann die Auswirkungen auf die Lehrendenausbildung, das Lehramtsstudium in Verbindung mit der Uni Koblenz irgendwie, was das bedeutet. Das soll aber gar nicht unser Thema sein, sondern es ist eher der Anlass, mal den Blick zu werfen, und ich denke jetzt eben explizit dann nochmal nach Rheinland-Pfalz, weil wenn wir Land auf, Land ab über Pflegepädagogik sprechen und über Pflegeschulen und so, dann zeigt sich ja doch, dass in Rheinland-Pfalz eben eine andere gewachsene Struktur ist und es eigentlich hat zwei Typen von Schulen für Pflegeausbildung bei euch gab. Ja, du hattest eben schon so angekündigt, eine besondere Form. Ich finde ja eigentlich, gehört Ausbildung in eine Form, damit es eben in eine Selbstverständlichkeit auch international verständlich wird. Und die berufsbildende Schule gehört halt eben diesem Bildungssystem klassischerweise an und bildet letztlich mit seinen vielen Säulen innerhalb der berufsbildenden Schule eine Vielfalt von Möglichkeiten an, damit Schüler eben sich weiterentwickeln können, sich weiter qualifizieren können. Und in Rheinland-Pfalz haben wir eine Tradition gehabt, das ist ja jetzt durch die Generalistik etwas aufgebrochen und das wird jetzt weiter aufbrechen, dass wir die Altenpflegeausbildung an den öffentlichen berufsbildenden Schulen zum Teil hatten. Es gibt parallel in Rheinland-Pfalz auch freie Träger. Aber eben ein großer Teil wurde an den berufsbildenden Schulen angeboten. Und die berufsbildenden Schulen haben im Rahmen der generalistischen Ausbildung auch angefangen umzustellen. Das heißt also, viele Schulen bilden jetzt auch schon Pflegefachkräfte an den berufsbildenden Schulen aus. Es gibt noch welche, die sind jetzt noch in der Umstrukturierungsphase, von daher ist das tatsächlich jetzt ein großer Umbruch, was die Pflegeausbildung betrifft, der ja an der berufsbildenden Schule einen Teil macht. Aber das Gewachsene ist eben, dass die Altenpflegeausbildung an den staatlichen Schulen ausgebildet wurde. Das lag aber wahrscheinlich daran, also wenn ich das so zurück
erinnere oder wenn ich mal schaue, die ersten Schüler, die wir hier hatten, so in den 80er Jahren, dann waren das eher Umschüler. Das waren also Personen, die hatten einen Beruf, die hatten vielleicht auch schon einen pflegerischen Beruf und haben sich dann in der Altenpflege dann qualifiziert, sodass sie dann in Altenpflegeheimen arbeiten konnten. Und daraus ist dann eben auch die Verbindung entstanden, dass es den Fachschulen, auch das ist ja eine besondere Form im berufsbildenden Schulsystem, also den Fachschulen zugeordnet wurde. Und soweit ich das ja verstanden habe, ich will nicht sagen, dass ich da der große, dass ich das alles durchschaut habe, aber ist ja dann doch die Besonderheit, also dass die dann bislang die Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege an Schulen des Gesundheitswesens sozusagen, die dann ja auch eher im gesundheitssozialministerieller Aufsicht unterlagen liegen, durchgeführt wurde und dann die Altenpflegeausbildung sozusagen an den öffentlichen Schulen, die ja eher dem Schulrecht auch unterstehen. Was auch der Finanzierung. Auch der Finanzierung. Auch der Finanzierung. Also das ist dann diese zwei Ministerien jeweils haben dann eine eigene Struktur und genau und damit eben auch die Finanzierung ist da auch unterschiedlich geregelt, ja. Wo würdest du denn die Unterschiede im Besonderen sehen? Also jetzt in der berufsbildenden Schule im Unterschied zu dieser Pflegeschule, die vielen Leuten eher das Geläufige ist, obwohl es ja die Sonderform eigentlich ist von Ausbildung. Die Unterschiede, ganz kurz eben schon angesprochen, dass es zwei unterschiedliche Ministerien sind, die sich von der verwaltungstechnischen Seite her die Aufsicht haben. Das ist auch in Rheinland-Pfalz mittlerweile verändert worden. Komme ich aber gleich noch dazu. Und dadurch, dass es eben so ist, dass da zwei unterschiedliche Ministerien sind, dann ist auch das Finanzierungssystem unterschiedlich. Wir haben an den öffentlichen Schulen ja auch nicht da ein System, sondern wir haben Gebäude, die werden dann vom Land gestellt, beispielsweise. Die Lehrer werden vom Land gestellt. Und der Unterhalt und alles andere wird dann durch den Kreis, durch die Stadt finanziert. Also von daher gibt es auch tatsächlich nochmal unterschiedliche Systeme innerhalb des öffentlichen Schulsystems, wie Schulen finanziert werden. Und dann ist es auch relativ klar, dass Schulen, die vielleicht ländlich liegen oder die jetzt nicht eine große Industrie aufweisen können und natürlich etwas weniger Geld den Schulen zur Verfügung stellen können, als eben Schulen, die vielleicht jetzt in der Nähe sind, wo einfach eine stabile Struktur, also eine industrielle Struktur noch existiert. Das wäre jetzt so die finanzielle Seite, ne? Aber ich glaube, also die strukturell unterscheiden sich ja diese Schulformen auch schon sehr, ne? Also ich nehme mein Gedanke ist immer das Lehrerzimmer zum Beispiel. Was ein typischer Ort ist. Man hat kein Büro in einer berufsbildenden Schule. Oder ist das nur ein Vorurteil oder ein falsches Bild, was ich da habe? Also, dass die Arbeitsbedingungen sozusagen auch nochmal eigene sind. Also im Unterschied zu so einer Pflegeschule, wo die Lehrenden morgens um 8 anfangen und dann um 17 Uhr nach Hause gehen und dann ihr Büro haben, sozusagen. Ja, also wenn man jetzt von der finanziellen Seite ausgeht und sagt, okay, was bedeutet das dann? Dann ist es natürlich so, dass bei den freien Trägern, die ja einem Krankenhaus, einer Organisation, also Krankenhausorganisationen angeordnet oder zugeordnet sind, natürlich dann leichteren Zugang haben zu bestimmten Strukturen. Also wenn es darum geht, um Materialien. Also wenn wir noch was sagen, also wir können nicht Materialien beliebig einkaufen, weil einfach das Budget begrenzt ist, kann man aber zumindest im Krankenhaus bei den freien Trägern in den Ausbildungseinrichtungen, Bildungszentren eben auch viel direkter darauf zurückgreifen. Wenn wir jetzt nochmal die Struktur in den berufsbildenden Schulen uns so anschauen, dann ist es so, dass eine berufsbildende Schule dem öffentlichen Schulsystem
System angehört. Das heißt also, ein Lehrer unterrichtet 24 Stunden plus Konferenzen, plus eben Schülersprechtage, die dazukommen. Das auch in viel mehr Klassen. Also wenn man jetzt sagt, ich bin zweistündig in einer Klasse, dann kann man sich vorstellen, dass man dann bis zu 12 Klassen eingesetzt ist. Und dafür aber den normalen Ferienzeiten, dann wird ja mal gesagt, das sind ja dann die Vorteile. Wobei halt eben in den Ferien dann die Klassenarbeiten nachgeschaut werden, das werden bestimmte Arbeitsmaterialien noch aufgearbeitet, weil man das während der normalen Woche kaum schaffen kann. Und insofern gibt es da einfach einen anderen Arbeitsrhythmus. Das heißt also, der Lehrer an einer öffentlichen berufsbildenden Schule kommt morgens um 8 Uhr zu seinem Unterricht. Der Unterricht geht bis 13 Uhr. Das bedeutet aber nicht, dass er bis 13 Uhr den Unterricht hat. Es kann sein, dass er zwischendrin eine Freistunde hat. In den Freistunden kann man ganz klar sagen, die werden häufig verwendet denn für organisatorische Strukturen, also für kurze Absprachen. Aber dann ist es so, dass der Lehrer eben nach dem Unterricht, nach seinem Unterricht nach Hause geht und dann halt eben dort von zu Hause aus dann den Unterricht vor- oder nacharbeitet. Es gibt natürlich dadurch, dass Schulgebäude sehr groß ist, also eine berufsbildende Schule hat ja um 2000 Schüler, gibt es eben auch sehr viele Räume. Es gibt ein großes Lehrerzimmer, aber es gibt darüber hinaus natürlich kleinere Klassenzimmer, die auch vielleicht mal dann auch frei sind, wo man sich dann zurückziehen kann. Es gibt in der Regel aber auch irgendwelche Besprechungszimmer, wo man sich dann zurückziehen kann. Also wenn man möchte, und das ist ja notwendig für die Absprachen, dann findet man auch einen Raum. Man hat seine Arbeitsmaterialien zu Hause und deswegen ist man eigentlich auch gehalten, dann nach Hause zu fahren und dann zu Hause eben auch in Ruhe dann den Unterricht nach beziehungsweise eben dann vorbereiten zu können. Das ist ein Unterschied, dass man eben nach Hause kommt und eben nicht Feierabend hat, wenn man dann bei einem Bildungszentrum arbeitet, in freier Trägerschaft, dann ist es ja so, dass alles im Büro bleibt. Also wenn ich habe ja selber auch im Bildungszentrum gearbeitet und da war es dann so, dass man eben morgens kam und hat dann eben alles das, was Dienst war, innerhalb der Dienstzeit ausgeführt. Man hat aber auch nicht so viel unterrichtet. Also man hat nicht 24 Stunden unterrichtet. Aber es kommt natürlich dazu, dass eben auch Praxisanleitungen dann auch stattfinden. Auch die finden bei uns ebenfalls statt. Also es ist nicht so, dass wir an den öffentlichen Schulen, also die jetzt die Lehrer, die in der pflegerischen Ausbildung eingesetzt sind, keine Praxisanleitungen. Also auch die fahren in die Betriebe. Aber das ist natürlich dann ungleich schon wieder anders. Also berufsbildende Schule als Bildungszentrum, wenn man das mal so vergleichen mag, dann kann es sein, dass man 50, 60 Kilometer zu einem Ausbildungsbetrieb für eine Anleitung fährt. Mhm. Ja, mit der neuen generalistischen Ausbildung, denke ich, wird es ja vielen, also allen Schulen, auch gerade in flächigeren Gegenden, sicherlich so gehen, weil ja doch eine größere Anzahl von Kooperationspartnern inzwischen da ist. Ist denn aber letztlich, was den Unterricht angeht, dass es dann auch nach Lernfeldern oder ähnlichen Strukturen sozusagen ja letztlich organisiert, wie es letztlich das Bundesgesetz ja die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, das Maßgebliche, ne? Und was die das angeht, was die Lehrenden dann letztlich zu unterrichten haben, in welchen Strukturen, inhaltlichen Strukturen, curricularen Strukturen sie unterrichten. Ne? Mir gefällt deine Struktur. Ne? Also von dem großen Ganzen werden wir immer konkreter. Also das heißt, wir gucken jetzt schon in den Unterricht hinein, also noch auf der Meso-Ebene zwar, aber schon in den Unterricht hinein. Und der Unterricht unterscheidet sich natürlich auch nochmal von einem Bildungszentrum freier Trägerschaft, weil wir ja mit viel mehr Berufen in einem Bildungsgang eingesetzt sind. Also wir haben ja nicht explizit die im Pflege eingesetzt sind, die jetzt ausschließlich aus der Pflege kommen, sondern wir haben dort die Hauswirtschafterin, wir haben dort die Sozialpädagogin, wir haben den Deutschlehrer. Also ganz viele Berufe, die dort arbeiten und Juristin beispielsweise.
Und dann ist es so, dass natürlich daraus eben auch nicht die pflegepädagogische typische Sprache verwendet werden kann, weil damit eben eher Irritationen ausgelöst werden. Also insofern nutzen wir natürlich eher eine übergreifende Sprache, die in Anlehnung an natürlich die Lernfelddidaktik geht. Aber manche Lehrer, das sagte ich ja schon eingangs, in ganz vielen Klassen eingesetzt sind und gar nicht die Chance haben, bei den Teamsitzungen, also wenn man jetzt in 12 Klassen eingesetzt ist, oder also viel häufiger hat man irgendwo nochmal vielleicht ein bisschen mehr Stunden, aber dann ist dann trotzdem eben in sehr vielen Klassen eingesetzt. Das würde man ja von den Teamsitzungen ja gar nicht schaffen. Also insofern gibt es natürlich auch Personen, die eher sagen, okay, setzt mich ein, ich mache da meinen Part, aber bitte haltet mich aus diesem Gesamtkonzept heraus. Also das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Vielleicht, wenn man so ein kleines Team hat, zusammensitzt und dann schön von einer Lernsituation ausgehen kann und dann das wie so ein Mindmap oder wie so eine kleine Struktur und dann aufbaut und vernetzen kann. Das funktioniert nicht immer. Wir haben auch das Problem, dass wir ja 24 Stunden unterrichten. Und diese 24 Stunden bedeuten natürlich auch, dass wir ja zwischendrin auch vielleicht wieder in anderen Klassen, in anderen Bildungsdingen eingesetzt sind. Und auch mit dem Zweifach, also auch das ist ja nochmal deutlich hervorzuheben, Berufsschullehrer haben ein erstes Fach und ein zweites Fach, also beispielsweise ein berufliches Fach Pflege und dann ein zweites Fach, Fach Englisch, Deutsch, und mit Deutsch-Englisch kann man ja dann in ganz, ganz vielen Bildungsgängen eingesetzt werden. Und insofern gibt es natürlich da auch manchmal nicht so die Möglichkeiten, sich so intensiv nur in einem Bildungsgang aufzuhalten und auch da dann sich einzulassen. Das sind besondere Herausforderungen. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Wir haben ja auch dadurch, dass wir eben als öffentliche Schule erstmal sind und haben kein Krankenhaus direkt, dem wir zugeordnet sind, sondern wir als Kooperationspartner auch immer natürlich erst die müssen wir die Strukturen, gerade bei der generalistischen Ausbildung, wie du gerade angesprochen hast, wo es darum geht, eben jetzt auch Praktikumsplätze in einer Vielfalt anbieten zu können, den Auszubildenden, dass wir dann natürlich auch erstmal diese Strukturen schaffen müssten und mussten und dann sicherlich auch noch müssen. Ja. Also das heißt, es ist ja, du hattest das jetzt angesprochen als Beispiel mit der Lernsituation oder so, ne? Das heißt, dass ich eigentlich eher sehr, wenn ich bei dir an der Schule arbeiten würde, sehr in meinem Fachdenken sozusagen drin wäre und ich habe meine Gegenstände, die ich Themen meines Faches pflege, was ich unterrichte und habe aber eher nicht so dieses koordinierte mit anderen Hand in Hand sozusagen eine Lernsituation in einem Lernfeld irgendwie bearbeiten. Sicherlich Absprachen, aber ist so, ne? Also ja, also es ist so, dass ich viele Schulen erlebe, die ganz emsig dran sind, die tolle übergreifende Lernsituationen erstellen und das dann auch den Schülern anbieten. Aber es ist einfach, stellt einfach eine andere Herausforderung dar und auch andere Möglichkeiten, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nochmal diese 24 Stunden nehme, dann habe ich halt eben 2 Stunden in den Bildungsgang, möchte aber jetzt gerne projektorientiert bin oder bin jetzt gerade im Lernfeld, wo es das, was ich dort unterrichten möchte, mehr Stunden bedarf, dann ist es einfach ungleich schwerer als beim freien Träger, wo ich dann aber sage, pass auf, nächste Woche bin ich mal 8 Stunden in der Klasse. Das ist für uns organisatorisch etwas aufwendiger, aber auch da gibt es erste Ideen, also auch Schulen, die sich da Gedanken gemacht haben und versuchen, so eine Struktur gerade in der Pflege anzubieten, sodass dann auch eben die Lernfeldorientierung viel stärker zum Tragen kommen kann. Ja, ich
Ich denke gerade an die, wenn ich jetzt mal auf die Ebene der Auszubildenden gucke, irgendwie, die ist es dann auch so, dass die, wenn sie an der berufsbildenden Schule ihre Ausbildung machen, ja, ich glaube, sie haben ja dann nochmal eine andere Durchlässigkeit, eine andere Möglichkeit sozusagen auch nach der Schule, ne? Das ist dadurch, dass es eine öffentliche Schule ist, dass Lehrer, das ist ein zweites, also das auch ein Fach und also dass sie auch, na, wie heißt es, allgemeinbildende Fächer letztlich auch mit unterrichtet bekommen, dass sozusagen andere Zugänge auch letztlich durch diese Struktur auch möglich sind für den einzelnen Auszubildenden, oder? Also was Fachhochschule später angeht oder andere Bildungswege. Also wenn wir nochmal nehmen und sagen, was ist jetzt im Unterschied zu den freien Trägern und im Rahmen von der Ausbildung her, dann ist es so, dass wir sagen können, dass am Ende geht es ja darum, dass bestimmte Kompetenzen angebahnt werden. Und diese Kompetenzen, auf der einen Seite, dass da wissenschaftstheoretische Grundlagen gelegt werden, auf der anderen Seite eben anhand von dem Durchspielen von Fällen, eben auch genau für mich, also sehr entscheidend immer diese Entscheidungskompetenz. Und damit eben die berufliche Kompetenz dann das mit in den Mittelpunkt rücken kann und damit eben auch dann genau diese Professionalisierung sich entwickeln kann. Wir haben natürlich die Chance, dadurch, dass wir eben eine Vielfalt von Fächern anbieten können, auch Menschen, die vielleicht am Anfang noch sehr lernunsicher sind, denen auch noch ein paar Strukturen anzubieten, sodass auch das Lernen nochmal vielleicht eine besondere Bedeutung bekommt. Denn wir haben ja nicht wie jetzt beispielsweise bei den freien Trägern ein Auswahlverfahren. Also jeder, der das Recht hat, die Ausbildung zu besuchen und kann einen Ausbildungsvortrag vorweisen, hat das Recht auf einen öffentlichen Schulplatz. Also insofern bekommen wir die Schüler erstmal und dann haben wir in den Schulen nicht das Prinzip der Selektion, sondern der Förderung und versuchen natürlich eben durch Lerntechniken, durch Ankommen, durch bestimmte zusätzliche Strukturen, soweit es im Rahmen möglich ist, dann einfach den Auszubildenden dann auch zu stabilisieren. Und auch da haben wir die Erfahrung, wenn jemand 3 Jahre den Bildungsgang durchlaufen hat, dass hinterher auch vielleicht woanders denn etwas fehlt. Also wenn man die Schwerpunkte etwas verlagert, dann kann es sein, dass da auch vielleicht irgendwo anders was etwas kürzer gekommen ist. Aber ich glaube, für den Menschen, für den Auszubildenden, einfach eine wertvolle Entwicklung stattgefunden hat. Wenn wir jetzt den Ausbildungsgang generalistische Pflege oder eben jetzt Altenpflege ja noch in manchen Schulen, zumindest laufen ja noch die Bildungsgänge bis zum Examen aus, wenn wir den mal verlassen, dann hat natürlich die berufsbildende Schule eine Vielfalt von Chancen, Menschen an den Beruf heranzuführen, aber nicht natürlich nur pflegerischen Beruf, sondern wir können ja auch da nochmal schauen, grundsätzlich, welche Möglichkeiten es gibt und können das ja nochmal spezifizieren. Also auch in Rheinland-Pfalz haben wir ja noch die Besonderheit, dass wir Gesundheit, also das Fach Gesundheit vom Fach Pflege als Lehrer trennen. Also der Pflegelehrer ist in den pflegerischen Bildungsgängen eingesetzt, der Gesundheitslehrer bei den medizinischen Fachangestellten, Drogisten, Apothekenberufen eingesetzt. Und wie schaffen wir es, Menschen zu gewinnen, dass die in dem einen oder als auch in den anderen Beruf eintreten können. Beispielsweise, und da mache ich jetzt von unten beginnen, also ob jetzt oben oder unten, also ich sage jetzt einfach mal, ein Mensch, der aufgrund von persönlichen Dingen es nicht geschafft hat, den Hauptschulabschluss zu erreichen, hat natürlich die Chance, an der berufsbildenden Schule eben genau diesen nachzuholen. Manchmal ist es einzig und allein die Pubertät, die dann sehr ausgelebt wird und er braucht, oder die Person braucht einfach nur noch ein Jahr, ein bisschen reifen, ein bisschen stützen. Und an der berufsbildenden Schule, und so verstehen wir uns auch an der berufsbildenden Schule,
bieten wir immer einen beruflichen Schwerpunkt an. Das heißt also, es kann sein, das ist ein wirtschaftlicher, ein technischer oder für mich jetzt in dem Fall dann eben ein pflegerischer, gesundheitspflegerischer Bereich ein Angebot wird. Das heißt, dieser junge Mensch bekommt die Option, den Hauptschulabschluss nachzumachen und bekommt gleichzeitig aber auch die Chance, ein Berufsfeld für sich zu entdecken. Das geht dann eben auch um ein Praktikum, das geht eben auch, indem im Unterricht verschiedene Situationen durchlaufen werden. Gerne angenommen wird natürlich, jemand in der Familie krank wird, dann übt man da natürlich auch so die pflegerischen Maßnahmen. Oder aber ein Themenbereich, der auch ebenfalls sehr gerne angenommen wird, ist, was bedeutet es, wenn ich eine eigene Familie gründen möchte? Also dieses eigene Ich oder für mich. Also noch gar nicht, dass man sagt, wie sieht es in dem Beruf aus, sondern erstmal, wo kann mir das helfen, was ich hier lerne? Und das so ganz eng auf die Personen. Und dann entdeckt man, oh, das macht aber Spaß, das ist interessant und da würde ich gerne mehr. Und dann gibt es da Berufe. Und dann sagt man, okay, dann schauen wir uns mal die Berufe an. Und so entdeckt man vielleicht oder entwickelt man eine Neugierde. Und diese Neugierde mündet dann auch häufig, zumindest mal in ein Praktikum. Ob dann jemand hinterher dann wieder eine Ausbildung beginnt, ist immer noch eine andere Sache. Aber zumindest vielleicht öffnet die Person sich für ein Praktikum und sagt, ja, da möchte ich gerne reinschauen. Und das Gleiche bieten wir eben auch an für Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben und möchten gerne eben sich weiterqualifizieren, beispielsweise dann eben den qualifizierten Sekundarabschluss machen. Also früher hat man ja gesagt, die mittlere Reife den Abschluss machen. Und auch da bieten wir genau das Gleiche an. Und genauso auch wieder mit diesen beruflichen Erfahrungen, die aber auch vornehmlich erstmal so auf sich und die eigene Familie gemünzt sind. Und häufig kommt dann aber auch da schon und was bedeutet das, wo kann ich mich bewerben? Und dann haben wir hier natürlich die Chance, auch dann Bewerbungen, Gespräche zu üben. Wir haben Chancen eben natürlich auch mit den Schülern dann einen Betrieb uns anzuschauen und dann dort eben auch durch die Hospitationstage einen Einblick zu geben im Beruf. Und da möchte ich gerne mal ein Beispiel bringen von einer angehenden Lehrerin, die ein Jahr lang mit einer Klasse jede Woche in ein Altenpflegeheim gegangen ist. Am Anfang ging es darum, einfach mal Hallo zu sagen, einfach mal so ein Gebäude kennenzulernen. Und ich habe im Rahmen von den Begleitungen erlebt, wie die Schüler am Anfang im Foyer standen, steif, vorsichtig sich umschauend. Und dann mittendrin, wo die dann schon ein Angebot vorbereitet haben und das dann eben im Tagesraum den dort befindlichen Bewohnerinnen und Bewohnern angeboten haben. Und ich habe die Schüler am Ende des Schuljahres erlebt, wie die mit einer Selbstverständlichkeit ins Heim rein sind, hoch aufs Zimmer, haben bestimmte Dinge gemacht, also pflegerische Dinge schon angeboten, kamen dann mit den Bewohnern runter und mit der Selbstverständlichkeit sind die dann im Hof, im Park spazieren gegangen, haben mit denen erzählt. Und diese Entwicklung, das ist, finde ich, ein Beispiel dafür, wie wertvoll berufsbildende Schule für Menschen sein kann, die vielleicht bis dahin eher noch einfach lernunsicher waren. Das heißt ja auch so eine Hinführung, die da auch einfach möglich ist, eine Orientierung geben können sozusagen, den Menschen helfen, auch da für sich auch eine Entscheidung zu treffen, ist das was oder zu erkunden sozusagen. Also, in ganz vielen Ebenen. Ne? Sie stabilisieren sich ja als Person. Ja. Sie stabilisieren sich durch die Orientierung und sagen, okay, also das ist etwas für mich oder ist auch das kommt ja dann, das könnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich habe mal gedacht, also irgendwie so, das könnte interessant sein, auch das haben wir ja und dann sagen, wenn ich das so sehe, nee, das ist überhaupt nichts für mich und auch das finde ich toll. Auch das ist ja eine wertvolle Aussage. Genau, das gehört ja auch dazu sozusagen, ne? Ja.
Und eben natürlich dadurch, dass eben genau, was du auch schon gesagt hast, eben die Lehrer mit ihren Lerngegenständen, also aus dem Fach Deutsch, Mathe, Pflege, denn dort hineingehen, werden ja auch natürlich auch Grundlagen noch weiter verfeinert. Und manchmal kommt dann jemand und sagt, ja, ich habe Mathe nie verstanden, aber jetzt weiß ich, jetzt kann ich es. Und das ist ja auch toll. Ich würde mal gerne den Schwenk jetzt mal so machen hin zu den Lehrenden im Sinne von der Ausbildung der Lehrenden eigentlich. Und eigentlich bist du doch dann auch ein Beispiel dafür, was für einen Weg sozusagen auch man grundsätzlich nehmen muss auch, kann und muss, um an einer berufsbildenden Schule auch als Lehrer für Pflege tätig zu sein. Also was man da, den man durchlaufen muss, den Weg. Erzähl doch mal kurz von dir. Wie bist du eigentlich, welche Schritte bist du gegangen? Ich bin, also für mich war klar, dass ich gerne in den pädagogischen Bereich hinein möchte. Es war für mich nicht klar, wie ich dorthin kommen kann. Und bin dann letztlich durch die Bundeswehr, die mir ein paar Wege geöffnet haben. Also das muss man ganz klar so sagen. Sie haben einmal dafür gesorgt, dass ich eine Krankenpflegeausbildung bekomme, sodass ich einen Berufsabschluss hatte, der dann auch schon mir gezeigt hat, und ja, das ist spannend und da möchte ich gerne auch weitermachen. Und die Bundeswehr hat mir das Studium finanziert. Also das heißt, also durch diese Zeitsoldaten hatte ich die Möglichkeit, eben dass das Studium eben auch getragen wurde. Das hätte ich von zu Hause aus mir nicht leisten können. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und hätte das gar nicht finanzieren können. Also die Bundeswehr hat mir da viele Brücken gegeben. Ich musste sie gehen, klar. Also es viele haben vielleicht auch gesagt, warum? Also warum kommst du nicht mit feiern oder so? Und ich gesagt habe, nee, ich gehe lieber dann dahin und mache dann lieber das. Aber die Bundeswehr hat, wenn man es möchte, wieder viele Türen geöffnet. Und dann kam ich dazu, dass ich 1992, 1991 Kontakt mit Frau Plenzert hatte, die damals an der Charité für die Studienberatung Medizinpädagogik zuständig war. Und ich hatte dann angerufen und gefragt, wie das denn aussieht, wie das Verfahren ist, und habe mich dann beworben und habe dann eben 92 angefangen. Ich habe dem System nicht ganz getraut, deswegen habe ich parallel von 92 bis 94 noch den Lehrer für Pflegeberufe gemacht in Offenbach, weil ich nicht wusste, ob das, was da in Berlin passiert, gut ist. Die Weiterbildung dann damals noch. Genau, dann habe ich eben parallel die Weiterbildung gemacht, also zeitgleich, und ich dachte dann, bin ich auf jeden Fall auf einer sicheren Seite. Das war Umbruchphase, ja. Genau, es war so eine Umbruchphase. Und habe dann eben dieses Studium dann durchlaufen und habe dann aber auch schon parallel an den Pflegeschulen unterrichtet und konnte so schon erste Erfahrungen sammeln. Und dann war es so, dass ich mit dem Studium 2001 fertig war. Das lag daran, dass ich zwar alles in der Regelstudienzeit abgeschlossen hatte, aber eben auch eine Familie zur Versorgung hatte und eine Stelle auch hatte. Und da war das dann so, dass ich halt eben gedacht habe, okay, alles gut. Und dann hat sich dann alles so hingeplätschert. Also das heißt, meine Diplomarbeit habe ich letztlich hinausgezögert. Und dann war es dann so, dass dann die ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ich aber zum Abschluss kommen, und habe dann halt eben noch den Diplomabschluss gemacht, also die Arbeit geschrieben, und war im Rahmen von Qualitätsmanagement in dem Krankenhaus auch unterwegs und merkte, dass ich
doch eben meinen ursprünglichen Wunsch mehr in die pädagogische Schiene hinein möchte, bin dann zur ADD, das ist die einstellende Behörde für Lehrer, gegangen und habe dann dort nachgefragt, ob ich eben in den öffentlichen Schuldienst gehen kann. Also das war ja nicht bekannt. Also es hat mich keiner informiert, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Das heißt also, das war eher durch Zufall, weil da meine Frau einfach mal angerufen hatte und hat gesagt, nimm doch mal Kontakt auf. Und dann bin ich dorthin und dann hieß es ja erstmal, Sie sind kein ausgebildeter klassischer Lehrer. Da müssen wir erstmal schauen. Und dann war es aber so, dass in Rheinland-Pfalz neue Bildungsgänge, auch pflegerische Bildungsgänge, implementiert werden sollten. Und da war dann der Bedarf dann einfach da. Und dann musste ich eine Zusatzprüfung machen, also eine pädagogische Zusatzprüfung machen. Ich musste bestimmte Dinge noch zusätzlich absolvieren, also mehr Unterrichtsbesuche absolvieren, also eine kleine Teilprüfung machen. Habe das dann gemacht und das war dann von 2001 bis 2003. Und dann bin ich dann 2003, glaube ich, eigentlich mit dem Abschluss der Prüfung zum Pädagogischen Landeszentrum gegangen, schon mit Stunden, und habe dann dort eben genau das gemacht, was dann schon anvisiert war, nämlich eben darüber nachzudenken, wie kann man neue Bildungsgänge in Rheinland-Pfalz implementieren. Und da war ich beispielsweise eben bei dieser Berufsfachschule, die ich eben vorgestellt habe, mit dem Schwerpunkt Pflege. Es gibt auch noch weitere, also höhere Berufsfachschule. Da war ich dann damit involviert. Und so kam es dann, dass ich dann 2007 dann in die Lehrerbildung berufen wurde und dann eben seit 2007 dann eben in Rheinland-Pfalz für die zweite Phase der Lehrerausbildung in den Fächern Biologie, Gesundheit und Pflege dann zuständig bin, zeitweilig dann auch nochmal für Körperpflege gewesen, also für die Friseurlehrerin. Das liegt aber auch daran, dass ich da auch wieder was gemacht habe, also dass ich dann Friseurlehrer ausbilden durfte, aber den zwei Klassen mal heute mal weg. Und dann war es so, dass, genau, denn 2011 im Ministerium hieß, Mensch, wir brauchen unbedingt Pflegelehrer und da müsste ein Studiengang in Rheinland-Pfalz erstellt werden. Und so kam es dann, dass ich dann im Ministerium in einer sehr kleinen Kommission, denn wir waren am Anfang ja nur zu dritt, Frau Dr. Peters, Professor Frank Weidner und ich, und haben dann den curricularen Standards entwickelt für den Studiengang Pflege hier in Rheinland-Pfalz und haben dann natürlich auch uns darum beworben, dass wir diesen auch starten dürfen an der PTHV in Fallen. Da mussten dann dort eben natürlich auch nochmal eben das übersetzen, heute in den Berufs- und Schulen würde man sagen, Arbeitsplan, Curriculum. Und dann genau konnten wir dann Oktober dann 2012 die ersten Studierenden in der Pflege immatrikulieren und der Studiengang konnte starten. Und die Lehramtsstudierenden, also nach 5 Jahren, die dann da ihr Studium geschafft haben, wurden dann auch sofort in das Referendariat übernommen, weil da der Bedarf einfach in Rheinland-Pfalz sehr groß ist und zu der Zeit bei den ersten Absolventen, im Besonderen hier im Norden von Rheinland-Pfalz, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen von Rheinland-Pfalz sehr, sehr groß war, sodass dass alle sofort übernommen wurden ins Referendariat und auch anschließend nach dem Referendariat in den Schuldienst. Mhm. Genau. Und meine Aufgabe ist es, eben diese zweite Phase im Besonderen dann zu begleiten und die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, Referendare und Referendare dann eben zum zweiten Staatsexamen zu führen. Aber parallel bin ich dann weiterhin natürlich auch immer noch in der ersten Phase Lehrerausbildung in Fallen da involviert und biete da natürlich auch schon Seminare an, die ja einen besonderen Einblick in die Vielfalt der berufsbildenden Schule bieten. Also was ja dann, also heute haben sozusagen junge Menschen, die Idee haben, dass man auch in diesen lehrenden Bereich hinein möchte, müssen nicht mehr so, ich bin ja auch damals tastend und
fragend unterwegs gewesen, so, wie wir sozusagen probieren, um dann irgendwas über Anerkennungen oder sowas später dann zu erwirken, sondern jetzt sozusagen ja die Möglichkeit über ein Lehramtsstudium, eben im Unterschied zu einem, was wir Pflegepädagogikstudium oder ähnliches nennen, an Fachhochschulen, also über ein Lehramtsstudium und dem der Möglichkeit, damit dann das Referendariat, also diesen staatlichen Vorbereitungsdienst zu machen, sozusagen, damit man als vollwertige Lehrperson an berufsbildenden Schulen arbeiten kann, gleich sozusagen diesen Weg zu gehen. Das, aber selbst das, glaube ich, ist doch auch nicht vielen so bekannt. Ne? Da ist die, ich glaube, da ist doch da ist die Heterogenität der Strukturen doch auch einfach in der Pflegebildung auch wirklich eher hinderlich. Ne? Weil das, was immer gesagt wird, die Durchlässigkeit, Bologna und so weiter, da muss man sagen, hier ist das System eigentlich relativ strikt sozusagen. Ne? Ja, genau. Also es ist weiterhin, also habe ich auch das Gefühl, noch ganz, ganz viel, ich würde jetzt nicht mehr sagen Unwissen, aber wenig Wissen über die Möglichkeiten an einer berufsbildenden Schule für Lehrerinnen und Lehrer mit Fakultätspflege bekannt. Auch im Zugang schon, welche Möglichkeiten gibt es, um ein Lehramtsstudium beginnen zu können? Ne? Also brauche ich das Vollabitur oder was bedeutet fachbezogenes Abitur? Wie weit hilft mir meine Ausbildung, wenn ich eine Ausbildung habe? Welche Zugangsqualifikationen habe ich damit? Da fängt die Unsicherheit schon an. Aber ich erlebe natürlich auch die Studierenden im ersten Semester, dass, was bedeutet eigentlich Berufsschullehrerin, Berufsschullehrer zu sein, mit der Vielfalt, die einfach eine berufsbildende Schule anbietet, mit den vielfältigen Möglichkeiten und eben in ganz unterschiedlichen Bildungsgängen. Ne? Also ein paar sind ja schon angesprochen, aber das sind weitaus noch nicht alle. Und da eben in dieser Vielfalt dann Menschen zu begleiten, erwachsen zu werden oder eben jetzt bei Menschen, die schon erwachsen sind, eben dafür zu sorgen, dass sie tolle Menschen sind mit einer tollen Ausbildung und mit einer tollen Berufsqualifikation und diese Menschen zu unterstützen, das ist einfach toll und das ist abwechslungsreich. Also es ist jedes Schuljahr ist neu und wenn man möchte, dadurch, dass es so eine Vielfalt ist, hat man ja immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne auch nochmal was anderes kennenlernen, also einen anderen Bildungsgang kennenlernen, ein anderes Lernmodul kennenlernen, ein anderes Lernfeld kennenlernen oder ein CE jetzt also kennenlernen. Ja. Also es ist eine unheimliche Vielfalt an Möglichkeiten, die eine berufsbildende Schule als Lehrkraft erstmal besitzt und dann darüber hinaus bietet ja eine berufsbildende Schule ja auch dann nochmal, also ich habe jetzt gerade erwähnt, dass man ja natürlich auch nochmal für die Lehrerausbildung zuständig sein kann. Das kann man natürlich schon innerhalb der Schule, man kann natürlich innerhalb der Schule auch vielleicht ein paar verwaltungstechnische, also Koordinatoren oder später dann auch in die Schulleitung hineingehen. Also es gibt unheimlich große und unterschiedliche Möglichkeiten in diesem Berufsfeld, zu arbeiten. Mhm. Und es ist so, dass es nie langweilig wird. Für mich jetzt im Nachhinein, du sagst es eben so schön, wir waren die Suchen und gucken, was ist da möglich und wie geht das, wie kommen wir dahin? Es ist so, dass ich sagen kann, ja, es war für mich genau die richtige Entscheidung. Und ich hätte mir für mich keinen anderen Beruf vorstellen können. Mhm. Ich finde es auch mal spannend, so Erfahrungsberichte von ehemaligen Studierenden, die jetzt, also in Nordrhein-Westfalen haben wir ja nur die klassischen Schulen des Gesundheitswesens. Ne? Das heißt, das Studium findet an Fachhochschulen statt. Wir haben eben nicht diese, auch kein Referendariat, was notwendig ist oder vom Staat her also auch angeboten werden würde. Aber AbsolventInnen mir berichten, dass sie sich an Berufskollegs sozusagen bewerben oder sich dafür interessieren, wegen der Vielfalt der Berufe, die da eben auch gerade sind und eben nicht dieses spezifisch nur Pflege,
sondern dass Pflege da mit Gesundheit vermengt sozusagen in verschiedensten Facetten, auch in unter anderen Berufen eben vorkommt. Ne? Und das KinderpflegerInnen und so weiter. Und das finde ich, ist auch spannend. Und dann denke ich immer, die nehmen dann auch wiederum was auf sich, weil sie eben, weil dafür dann wiederum das, was sie sozusagen staatlich organisiert an Fachhochschulen hier vorfinden, nicht dafür ausreichend qualifiziert, bis sie das, also irgendwie gibt es ja mit Quereinstieg, Seiteneinstieg, das weiß ich immer nicht so recht auseinanderzuhalten, aber letztlich müssen sie nochmal einen extra Pfad auf sich nehmen, um dann in das Referendariat zu münden, um dann auch sozusagen gleichwertig wie die anderen KollegInnen dort auch zu gelten. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Aber das zeigt auf der anderen Seite auch, was du gerade sagst, und stützt das ja auch, dass es da auch einen eigenen Reichtum gibt an Vielfalt, der verlockend ist und der dann eben auch Spaß macht und wo man dann sagt, das mache ich jetzt auch noch, das nehme ich jetzt auch nochmal auf mich. Ne? Ja, also wir haben ja an den Berufsbildungsschulen, ich weiß gar nicht, wie viele anerkannte Berufe sind, das sind, glaube ich, über 400 Berufe. Und natürlich ist es so, dass wir mit Pflege nicht vornehmlich in den anderen Berufen eingesetzt werden, sondern erstmal nur in unserem Sektor. Und da gibt es eben auch schon sehr viele Berufe oder zumindest Bildungsgänge. Führen ja nicht alle zum Berufsabschluss. Mhm. Aber in der Tat habe ich auch beispielsweise bei Dachdeckern über Allergien und Hautschutz gesprochen, weil das ist ja etwas, was bei den Dachdeckern, wenn sie jung sind, nicht unbedingt im Vordergrund steht. Ne? Also sobald die Sonne draußen ist, Hemd aus und dann steht da ein freien Oberkörper auf dem Dach. Und wenn da jemand mal kommt und den mal einfach mal was sagt zu Hautveränderungen und auch das ist ja schon mal spannend. Also es ist natürlich sicherlich im Rahmen vom Projekt und im Rahmen vielleicht mal von einem zusätzlichen Angebot. Aber auch das sind ja Möglichkeiten, auch mal in anderen Berufen hineinzuschnuppern und da auch Angebote mal zu machen. Also ich war jetzt gerade heute Morgen nochmal, bin ich bei den Technikerklassen vorbeigegangen und da war das Thema Impfen und mit den Vorkenntnissen, die dort sind. Und dann habe ich gesagt, kein Thema. Wir setzen uns gerade mal zusammen und sprechen nochmal, was bedeutet eigentlich Impfen? Was passiert da vom Grundsatz her? Und diese Vielfalt, das ist natürlich etwas, ja, das ist schon enorm. Und da muss man natürlich darauf vorbereitet werden, klar. Das bedeutet, dass man an der Universität sich für zwei Fächer entscheidet. Ein drittes Fach kriegt man vorgeschrieben. Also man entscheidet sich für ein berufliches Fach, in dem Fall Pflege. Und das zweite Fach dann Sport, Englisch, Mathe, Biologie, Chemie beispielsweise. Und dann kommt ein drittes Fach, das Bildungsfach Bildungswissenschaften noch dazu. Und man studiert 5 Jahre lang eben diese drei Kombinationen. Und nach 5 Jahren erhält man dann eben mit dem Master, mit der Masterabschlussarbeit den Masterabschluss. Und bekommt dann eben die Zugangsberechtigung auf einen Referendariatsplatz. Es ist ein bisschen gebunden, je nachdem, was man studiert, an den Plätzen, aber vom Grundsatz her hat man jetzt mal Platz. Und dann ist es so, dass dieses Referendariat 18 Monate dauert und da ist man ja dann schon in den Schulen unterwegs und unterrichtet ja auch schon eigenständig. Man wird immer noch begleitet, also man hat immer noch Hospitationsstunden innerhalb der Schule und halt eben durch das Studienseminar wird man ja begleitet. Man hat auch am Studienseminar noch Ausbildungsveranstaltungen, sodass man dann auch da noch schon auf die Praxis vorbereitet wird und nach 18 Monaten findet dann eben die zweite Staatsprüfung statt und dann hat man eben die Berechtigung eben zum höheren Dienst, also zur Studienrätin oder zum Studienrat. Das ist jetzt der klassische Weg im öffentlichen Schulsystem. In Pflege bieten wir, oder auch in Handwerksberufen, aber wir bleiben jetzt stringent bei Pflege, bieten wir natürlich auch Quereinsteigern den Zugang oder Seiteneinsteiger, hattest du sogar schon mal den Begriff genannt. Also wir bieten natürlich auch für Menschen, die eine Weiterbildung haben, und dann dort eben in den fachpraktischen Unterricht eingesetzt werden,
bieten wir natürlich ebenfalls Stellen an. Nicht mehr so viele, weil sich einfach die Situation verändert hat. Aber auch in Einzelfällen kann es vorkommen. Aber da muss man ganz konkret dann bei der ADD also nachfragen, ob es aktuell eine Chance gibt. Und wir bieten natürlich auch Bachelor-Absolventen von den Hochschulen Stellen an. Das heißt, da fehlt das zweite Fach. Und für Pflege würde es dann bedeuten, dass man dann halt eben sein ganzes Stundenkontingent ausschließlich dann in Pflege eingesetzt ist. Also auch das gibt es in Rheinland-Pfalz, weil wir halt beispielsweise durchfallen da noch nicht landesweit alle Bedarfe decken konnten und deshalb eben auch Schulen angewiesen waren auf eben diese Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, wie du es genannt hast. Die beiden Zugänge gibt es in der Tat und eben die Türen geöffnet haben für Menschen, die dann von den Hochschulen kommen. Genau. Jetzt, unsere Zeit ist jetzt auch schon, neigt sich jetzt schon dem Ende zu irgendwie, aber die, also ich, da könnte man jetzt auch nochmal weiter drüber sprechen, weil ich denke, was die Ausbildung von Lehrenden angeht, ist diese Unterschiedlichkeit Hochschulen, also Fachhochschulen, Universitäten, glaube ich, ein großes Problem. Und die, da sind wir dann aber auch in einer übergeordneten Frage der Verortung der Pflegeausbildung in unserem Bildungssystem, was wir schon ja in den 80er, 90er Jahren unter dem Stichwort Normalitätsdebatte ja auch vielfach schon debattiert haben. Ja, aber ich denke für heute erst einmal, also ich fand es jetzt nochmal sehr spannend, dass du das auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast und ich meine, warme, werbende Worte für die berufsbildende Schule ja auch gefunden hast. Und, genau, also das ist ein spannender Arbeitsbereich ist. Ja. Abwechslungsreich, spannend, vielfältig. Ja. Ja. Und ja, ich möchte fast sagen, mit vielen, vielen tollen kleinen ja, mit vielen kleinen, tollen Begegnungen jeden Tag. Also, wenn ich das nochmal zum Abschluss das mal sagen kann. Die Lehrerausbildung ist wichtig, dass man theoretische Konzepte lernt. Aber wie ich im Unterricht zu sein habe, das haben mir die Schüler beigebracht. Und da bin ich denen heute noch dankbar für, wie die mich da am Anfang mitgenommen haben, mir gesagt haben, was sie nicht mögen an mir. Es gibt bestimmte Dinge, die kann ich heute noch nicht gut, aber die mir geholfen haben, auch nochmal so im Alltag anzukommen und eben mir ganz viel wertvolle Dinge auch wieder zurückgegeben haben. Also das heißt, es ist ja nicht nur so, dass der Lehrer für die Schüler da ist, sondern ich sage immer, ich bin ein Lernender unter Lernenden. Ich nehme genauso viel wieder mit. Ich musste an einen Satz denken von dem Pädagogikdozenten aus meiner Lehrerweiterbildung damals. Das ist ja auch schon lange her. Ein Realschulrektor AD, den hatten wir damals. Und dass ein Lehrer muss seine Schüler lieben oder muss seine Schüler mögen. So. Und diese, und ich glaube, diese Haltung, die ist in der Tat wichtig, damit das passieren kann, was du sagst, dass man voneinander lernt, miteinander lernt und sich auch selbst als auf dem Weg befindlich seiend begreift irgendwie. Ne? Und okay, Thomas, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch für die Möglichkeit, die berufsbildende Schule darstellen zu können. Ja, einen kleinen Ausschnitt zumindest darstellen zu können. Ja, genau. Es ist ein kleiner Ausschnitt, den wir heute angesprochen haben, den eine berufsbildende Schule ausmacht. Ja, ich fand das sehr spannend und ich denke, dass es bestimmt auch für viele Zusehenden auch nochmal neue Einblicke in ein vielleicht unbekanntes Terrain gibt und auch zur Aufklärung damit auch nochmal beiträgt. Dafür
Nochmal danke und dann würde ich sagen an die Zusehenden gewandt Ade und bis zum nächsten Mal. Ja, das war das Gespräch mit Thomas Kratz über berufsbildende Schulen in der Pflegebildung. Ich hoffe, es waren interessante Impulse für Sie dabei. Ihre Fragen, Gedanken und sonstigen Anmerkungen können Sie gerne auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf der Homepage des Podcasts pflegebildung.net hinterlassen. Ich würde mich freuen, dort von Ihnen zu lesen und in einen Diskurs einzutreten. Seien Sie herzlich eingeladen, sich mit Kommentaren zu beteiligen. Diesen Podcast Pflegebildung können Sie auf der Homepage pflegebildung.net einsehen. Dort finden Sie immer die aktuellen Folgen, alle bisherigen Folgen und weiterführende Informationen jeweils dazu. Sie können natürlich auch, wie es sich für einen Podcast gehört, jede Episode auch über die entsprechenden Apps und Seiten im Internet herunterladen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei podcasts.de. Nun hoffe ich, dass diese Episode interessant für Sie war und würde mich freuen, Sie auch bei der nächsten begrüßen zu können. Ihr Roland Brühe.